Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule, wir machen heute zwei entspannte Replays mit meiner einer im Badget Borask. Und es soll aber weniger um den Panzerdreck gehen, sondern eher ums, ja, sogenannte vermaledeite Stellungsspiel. Welchen Panzer stelle ich wohin? Hab dafür, wie gesagt, zwei Replays ausgesucht, die ich selber gefahren bin, jeweils mit diesem französischen Autoloader auf Stufe 8. Und wir gehen mal als allererstes auf die Aufstellung und gucken uns an, was für Panzerchen hier auf uns warten und welchen Panzer wir wohin stellen würden. Wir haben auf dieser Karte Erlenberg einen Stadtbereich, der sich hier in der Mitte lang zieht. Ich würde fast behaupten, dass die schweren Panzer alle dahin passen. Also der Emil 1, der Chrysler, der Oho, der Tiger 1, Tiger 2, jeweils zweimal, gehören auf jeden Fall in die Stadt. Beim Gegnerteam ist es ein KV-4, ein AMX, Liberty, ein Löwe, ein TNH und ebenfalls ein Tiger 2. Also wir hätten ein ausgeglichenes, wir hätten ausgeglichene Verhältnisse, zumindest was die Stadt angeht. Ansonsten haben wir jede Menge Mediums 1, 2, 3, also jede Menge 3 Mediums und TDs 1, 2, 3, 4 Stück auf unserer Seite. Im Gegnerteam Astron, Borask, T34-2 und ein T54 Mod, also ebenfalls 4 Mediums und 1, 2, 3, 4 TDs mit zwei Aufklärern, mit einem Aufklärer pro Seite, die als Radpanzer unterwegs sind. Muss man hier ganz einfach dazu sagen, in puncto Sichtweite bin ich dem Radpanzer um Längen überlegen. Und in puncto Geschwindigkeit ein ganzes Stückchen langsamer. Trotzdem habe ich, denke ich mal, die Aufklärungsvorteile auf meiner Seite. Also im EBR kann ich auf jeden Fall schlagen. Ich würde sogar den Lynx 6x6, denke ich mal, ausspähen, bevor er mich aufmacht, selbst wenn ich mich bewege. Und wir haben auf beiden Seiten eine Artillerie. Wie würde man die Fahrzeuge hier am besten positionieren? Ich gehe mal immer fix davon aus, dass die TDs hier auf dieser Linie sich irgendwie versuchen einzugraben, obwohl es da welche gibt, die gar nicht mal so langsam sind. Die beiden Sus zum Beispiel könnte man tatsächlich hier drüben irgendwo positionieren. Aber das werden wir gleich mal sehen, ob das der Gegner überhaupt macht. Und wie hier von hinten oder von vorne heraus gespielt wird. Ich drücke einfach mal auf Start und wir gucken uns an, wie das Spiel hier gleich losläuft. Ich habe hier verbessertes Equipment drauf. Ich finde einfach, dass der Panzer so stark ist, dass man ihn unbedingt noch stärker machen muss. Premium-only spiele ich den nicht. Ich habe eine zweite Auswahl mit 6 Schuss Standardmunition und den Rest Premium-Munition, falls ich mal gegen 10er antreten muss. Und ich habe als zweite Ausführung hier oder als zweite Konfiguration eine Schere drauf, ein Abgassystem und also ich habe den als zweite Instanz darauf ausgelegt, dass er wirklich nur zum Scouten da ist. Wenn man wirklich gar kein Scout da sein sollte, dann kann man den auch als Aufklärer nehmen. So. Mein Hauptjob hier, dadurch, dass der EB auf die rechte Seite gefahren ist und auch, sagen wir mal, hier als Aufklärer nicht unbedingt nützlich ist, hier zumindest versuchen, alles aufzumachen, was er irgendwie versucht zu quirlen, also zu queren. Aber das sah so immer so aus, also in dem Moment so aus, als gäbe es da kein einziges Fahrzeug, was da versucht, über die B- oder vielleicht noch über die C-Linie hinten auf die 1er zu kommen. Und dann aus diesem Wäldchen heraus kann man eigentlich den Gegner recht gut unter Feuer nehmen, wenn er wie wir über die Seite, also über die 1er oder über die 2er Linie kommt. Aber ich gehe kein einziges Mal auf, absolut nichts passiert da. Und ich will nicht sagen, dass mich das nervös gemacht hat, das war schon ein bisschen komisch. Deswegen habe ich ja dann ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Ich hatte wirklich starke Panzer dabei, ein Progetto, ein 274, auch wenn er gerade in Richtung Stadt abdüst, und ein Objekt, und ein T44 und ein Stritzwagen, der nachkommt. Was auch hier mir leider wieder auffallen muss, der Oho, der sich ganz hinten positioniert. Und ein Tiger 2, der sich auch am Anfang hinten positioniert hat, bis wir dann hier nach vorne gefahren sind und er gemerkt hat, dass da keiner kommt. Also die Stadt wird nur bestreift sozusagen von einem Tiger 2, einem Chrysler GF und einem Emil. Die beiden anderen schweren Panzer haben sich hinten spontan zum in die Hose scheißen getroffen. Nervt manchmal ein bisschen, aber was will man machen? So, wir haben hier die linke Seite
quasi komplett eingenommen. Nehmen wir jetzt den Stadtteil zum Beispiel mal aus. Ein Kill ist bereits geschehen. Und zwar war das der Boraski, der da ein bisschen zu offensiv war. Das ist so ein bisschen das Problem, was das Fahrzeug hat. Wenn er versucht, ja, so schnell wie möglich nach vorn zu kommen, kann es eben auch mal sein, dass er mal in zwei TDs reinfährt, die mit einem guten Alpha-Schaden um die Ecke kommen. Also wenn dort eine 730 steht und eine IS-152 und beide Panzer treffen, ist dann direkt mal Ende im Gelände. So, die Stadt wird recht gut, ja, im Griff gehalten von unseren Panzern. Wir haben einen Kreiser GF, der da ein bisschen was leistet, ein Tiger 2. Der T28 Pod macht eine recht gute Arbeit. Und auf meiner Seite kommt tatsächlich der Tiger 2 mit, der Progetto 46. Das Stritzwagen übernimmt da wieder eine Position, ja, von der aus er eigentlich nicht viel machen kann. Aber er rückt eben auch nur relativ langsam nach vorn. Oho, absoluter Nachzügler. Bis dahin etwas unnütz. Steht schon 2:0. Der Gegner hat schon einen schweren Panzer, habe ich einen Tiger verloren. Tiger 2 verloren und einen Borask. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich für den Guten. Ich habe hier gewartet, bis die anderen Panzer aufrücken. Also Progetto 46 und der Tiger 2. Die hätte ich schon ganz gerne an meiner Seite gehabt. Der Progetto 46 meint es da ein bisschen zu gut und fährt dann ein ganzes Stückchen zu weit nach vorne. Meiner Meinung nach zumindest. Bessere Sichtweite aber auf jeden Fall nicht. Also bis dahin, ganz kurz, unser Panzer nicht ideal aufgeteilt. Wir haben einen schweren Panzer hinter mir, der eigentlich in der Stadt besser dran gewesen wäre. Das Objekt 274A kann man in die Stadt fahren, der hat einen recht guten Turm, aber die Wanne ist halt empfindlich. Und wir haben einen T44 in der Stadt, den kann man in der Stadt besser aber draußen fahren. Stritzwagen S1 da hinten, unnütz, oho, auf der Seite, komplett unnütz. Gehört ebenfalls eher in die Stadt. Und der Rest, ja, eher mittelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein eher mittelmäßiges Spiel. Vom Gegner allerdings noch viel, viel schlimmer. Auf unserer Seite kein einziger Panzer, nicht mal einer. Die TDs, denke ich mal, dürften alle hier hinten irgendwo geparkt sein. Da haben wir also auch gesehen, wo gerade die Artillerie hergeschossen hat. Und ansonsten Mediums oder ähnliches haben sich irgendwo hin vertschüssisiert. Finde ich nicht lustig, überhaupt nicht. Wir werden mal erst den Schuss austauschen. T34-2 kriegt von mir einen eingeschenkt. Ich gehe dann auch direkt in den Reload. Und dann wird hier einmal die Wasserbarriere einmal durchbrochen oder durch unterfahren, je nachdem wie man das sagen möchte. Und wir fahren in Richtung Cap. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kündigen uns an und machen den Cap hier frei oder eben nicht. Oder wir holen uns ganz einfach den Tiger P. Und haben wir mit unserem ersten Kill, unseren zweiten Kill geholt bei 434 ausgeteilten Schaden. 5:1 steht's. In der Stadt geht's ordentlich zur Sache. Gegner absolut chancenlos. Will sich da an, dass er sich irgendwie wehren könnte, kann aber nicht. Den Tiger 2 haben wir verloren. Das war's dann aber auch schon. Ansonsten wird sich hier ins Cap gestellt. Gegner auch nicht in der Lage, hier irgendwie, sagen wir mal, okay, irgendwie gewillt, den Cap zu unterbrechen. Wir stehen mit zwei Fahrzeugen drin, die TDs da drüben sind weder in der Lage, noch so drauf, dass sie sich mal sagen, hey, da könnten wir mal hinfahren, vielleicht machen wir da sogar den einen oder anderen Panzer auf und nehmen den direkt raus. Stattdessen haben wir hier mit einer extrem schlechten Aufteilung mit 7:3 gewonnen. Also Gegner verliert 7 Panzer. Wir verlieren, okay, insgesamt 4 und gewinnen am Ende durch Cap. 1221 Schaden gemacht, 789 Schaden aufgeklärt. Das kommt davon, wenn man die Fahrzeuge, die man hat, nicht dahin stellt, wo man gerne möchte. Jeder denkt nur an sich. Keiner möchte hier so richtig, ja, seine Kanone ins Spiel bringen, seine HP eventuell sogar ins Spiel bringen. Stattdessen denkt jeder nur daran, wie er am besten an ein bisschen Schaden kommt, damit er hier nicht komplett mit Minus rausgeht. Und das war's dann auch schon. Im Großen und Ganzen extrem schwache Vorstellung vom Gegner. Ey, keine gute Vorstellung von uns. Da brauche ich mir natürlich nichts einbilden oder sonst irgendwas. Aber das Ding war einfach, ja, absolute Katastrophe. Deswegen
eine herbe Niederlage für den Gegner. Wir gucken uns mal an, was die Auswertung zu diesem Gefecht meint. Auf der beiden Seiten gibt es nicht ein einziges Stückchen, kein Lametta, kein Orden, nicht mal eine Anstecknadel oder sonst irgendwas. Vielleicht gab es einen Kaffee für die Crew, aber das war es dann auch schon. Wir haben 1221 Schaden gemacht, wir haben 2 Kills geholt, wir haben 552 Basis-XP geholt. Damit sind wir auf Platz 4 oder so. Jawohl. Und vom Schaden her sind wir auf Platz irgendwo. Okay. So das Typische halt. Wir haben 203.000 eingenommen für 50.000, oder 50.000 haben wir bekommen für die erste Auszahlung des Tages. Wir haben 4 Schüsse abgefeuert, 4 haben getroffen, 4 haben auch gleich erschlagen. Wir haben über 300 Schaden, 799, über 300 Meter, knapp 800 Schaden gemacht und sind 2,5 Kilometer gefahren in 5 Minuten. So schnell kann das Gefecht zu Ende gehen, wenn man die Seiten unbesetzt lässt. Wenn man nur auf einer Seite sich positioniert, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich über die Seite eventuell sogar ein bisschen Druck zu machen oder ordentlich Druck zu machen und den Gegner wegzurushen. Wir waren jetzt nicht mit unbedingt viel Fahrzeugen unterwegs, sondern eher mit einer mauen Anzahl. Trotzdem hat es super funktioniert. Gucken uns ein zweites Gefecht an und schauen, wie es da aussieht. Bis gleich. Zweite Runde, wie versprochen, wir fahren noch einmal Borask und wir fahren diesmal in einem 9er Gefecht mit 8 Unterstützung. Sind 8 und 7 Unterstützung, sind auf Gletscher gelandet und haben pro Seite einen Aufklärer, 4 TDs, 5 TDs, eine Artillerie und der Rest sind Mediums und Heavys. Auf jeder Karte gibt es normalerweise immer mindestens 2 Seiten, bei der sind es 3. Wir haben einmal hier vorne die Mitte, also den Übergang oder die Schneewehe oder wie auch immer man das nennen möchte, der sich normalerweise für Fahrzeuge mit Gunnabrischen hervorragend eignet. Wird in der Regel gemieden, wenn mehr als eine Artillerie unterwegs sind, also 2 oder 3 Artis dabei, die hier vorne alles abdecken können. Da wird in der Regel, kein Super Conqueror, kein Carloman Action X, also keinen britischen Panzer mit Gun Depression, nichts in der Richtung finden, sondern stattdessen werden die Panzer irgendwo ausweichen. Heavy Position drüben bei diesem Flugzeugträger, der da ein bisschen eingefroren ist und normalerweise halten sich die DDs gern hier ein bisschen weiter hinten auf. In dem Fall bei den Gegnern ist das hier drüben der Fall und die Mediums fahren hier rechts über die Umfahrung. Oder die Mediums mischen sich hier vorne mit rein. In der Regel fahren auf die linke Seite keine Mediums. Auch hier wieder, wie teilt man seine Panzer auf? Das, was so typisch ist für die meisten Gefechte auf dieser Karte, die Heavys versuchen hier hinten irgendwie rüber zu kommen und die Aufklärer versuchen hier von der Seite aus Licht zu machen, damit diese Panzer sofort beschossen werden. Ich habe das gleich am Anfang, Artifokus, man sieht es auf der linken Seite, und dann angegeben, dass er auf A5 irgendwo einzielen soll, damit er auf das hier gleich schießen kann. Tatsächlich machen das hier und da die Panzer, beziehungsweise die Artilleries, da sie sich hier versuchen, ja, den richtigen Bereich auszusuchen, wo sie dann direkt einzielen. Kommt ab und zu vor, ist, muss ich ganz ehrlich sagen, eher die Ausnahme. So, auch hier wieder ein E75 im Gegnerteam. Ein SDI im eigenen Team, das sind die beiden schweren Panzer, um die es geht. Und dann haben wir hier jede Menge Jungs, da haben wir einen E75, den brauche ich auf jeden Fall auf meiner Liste. Treffer Nummer 1, Treffer Nummer 2, 680 Schaden am Stufe 9 Heavy. Der Deutschen, der auf weniger als die Hälfte runtergeschossen und kommt da hinten an, trifft dort allerdings auf keinen Panzer, denn unser schwerer Panzer, SDI, hat sich komplett auf die andere Seite verlegt, beziehungsweise hat sich unten irgendwo da irgendwo positioniert. Da hinten, genau. Auch hier wieder Stellungsspiel, eigentlich das A und O. Jagdjäger kriegt eine rein, Jagdjäger kriegt 2 rein, ist auf 0 runtergeschossen. Artillerie hinten fokussiert, also auf dieselbe Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, dass er sich da einzielen soll. Und hat dann zumindest einen Schuss angebracht, ob er jetzt großartig Schaden gemacht hat, weiß ich nicht. Unser T28 HTC da hinten ein bisschen auf verlorenem Posten gegen den WZ120, denke ich mal, dürfen die Chancen nicht besonders groß sein. Wir verlieren als allererstes mal 2 Panzer, unseren Aufklärer und einen TD. Und noch ein TD, okay, ein Skorpion raus, unser HTC raus und unser WZ131.
und der Gegner hat nur ein Fahrzeug verloren, ein TD. Müssen wir gleich noch ein bisschen ändern. Also, wir kommen hier ganz kurz. So, einmal kurz auf Pause. Fahrzeuge beim Gegner normalerweise gut aufgeteilt. Man sieht es auch schon, er liegt mit zwei, beziehungsweise jetzt nur noch mit einem Panzer vorn. Hat den E75 hier an die richtige Position gestellt, hat den WZ-120 auch an der richtigen Position, hat allerdings als Gegner einen Centurion 7-1, der sich auch sehr gut mit seiner Gundebrischen hier vorn gemacht hätte, also hier vorne nach einmal nach vorn fahren und dann hier alles rechts abdecken, was da hoch und runter fahren möchte. Jagdtiger hier steht auf jeden Fall ganz gut. Es gibt zwar den WZ, der hier versucht ein bisschen Licht zu machen, aber den kann ich oder habe ich recht gut im Griff, wenn ich hier nachgeladen habe, könnte ich den normalerweise ausnehmen. Der VK-100 hier hinten auf verlorenen Posten, weil er, das muss ich ganz einfach so sagen, ein bisschen zu langsam ist und hier drüben nicht einmal mal drüber crossen kann, ohne dabei keinen Schaden zu nehmen. Und die TDs und auch der ein oder andere schwere Panzer und natürlich die meisten Mediums halten sich hier in dem Bereich auf, beziehungsweise fahren hier hinten auf der Umfahrung lang, da wo die Panzer eigentlich auch hingehören. Also Aufteilung hier bei dem Gefecht um Längen besser als vorher. Und dementsprechend kann man hier auch von einem interessanteren Gefecht insgesamt ausgehen. Wenn wir schauen, wie sich das Ganze hier gleich verhalten wird. Entschuldigung, wenn ich ab und zu ein bisschen gähne, aber ich habe einen langen Arbeitstag. Ja. So, Fakker 100-01P macht hier eine etwas unkonventionelle Lösung aus dem Ganzen und fährt nach vorn. Hat sich nicht getraut, darüber zu crossen, weil ganz einfach sein, ja, seine Geschwindigkeit deutlich zu langsam ist. Ich glaube nicht, dass da mehr als 25 km/h drin sind. Und das ist einfach mal viel zu wenig. Jetzt wissen wir auch, wo die Artillerie hergeschossen hat, nämlich hier drüben. Wird auch sofort angepinkt von mir. Da aus dem Bereich müsste sie irgendwo geschossen haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach gedacht, der Centurion 7-1 gibt irgendwann den Geist auf und der E-75 wird zusammen mit dem WZ dann hier lang kreuzen. Haben es aber nicht getan, denn der Jagdtiger hier hinten hat einen recht guten Job gemacht. Der hat von da aus ein bisschen auf den Tiger oder beziehungsweise ein bisschen auf den E-75 drauf gehalten und hat, ich glaube, dafür am Ende mit seinem Leben bezahlt. Hat auch nochmal ein bisschen Schaden gemacht am T-34-2 GFT und den am Ende auch rausgenommen. Der war deutlich zu offensiv. Scharfutor 371 Schaden von ihm, gleich noch einen hinterher. Allerdings, der ging dann nur auf die Kanone. Da drüben ist er. Jetzt wird er ordentlich den Arsch versohlt. Leider habe ich kein Repair-Kit mehr, sonst würde ich hier schneller einzielen. Auch mal komplett. Der Schuss hat auf jeden Fall gesessen. Über 2200 Schaden haben wir schon. Und gleich noch einen hinterher, der ging auf jeden Fall daneben. So, wie sieht es aktuell aus? WZ-120 und Jagdtiger sind hier drüben am Type 59 dran. Centurion 7-1 hat sich zurückgezogen. Die beiden werden es mit dem hier nicht aufnehmen können, auch nicht mit dem Jagdtiger. Der steht hier hinten relativ sicher, hat allerdings nur noch 54 HP. Das heißt, wenn der gegnerische Jagdtiger oder der WZ irgendwann mal HE laden, denke ich mal, dürfte hier spätestens Schluss sein. Auch wenn ein bisschen was abprallt, dafür reicht es am Ende doch nicht. VK-100-01P ist hier auf einem relativ sicheren Posten. Der GW Panther, den wir hier haben, auf Stufe 7, hat nicht unbedingt die Durchschlagskraft, um dem VK wirklich gefährlich zu werden. Er kann ihn zwar peu à peu runterschießen, aber so lange wollen wir das Gefecht natürlich nicht gestalten. Stattdessen werden wir hier irgendjemanden brauchen, der in die Flanke schießt. Und das könnte durchaus ein Panzerchen sein. 8:5, Gegner verliert einen Panzer nach dem anderen. Also auch eine gute Aufteilung. Rettet am Ende nicht davor, dass man hier natürlich jede Menge Fahrzeuge verlieren kann. Artillerie holt einmal ordentlich zum Angriff aus. Vom VK ist noch 1576 HP übrig. Hätte jetzt versuchen können, drumherum zu fahren, ist ja das Problem, dass Progetto 46 auf der rechten Seite und auch die Super Hellcat hier in einer idealen Position sind, um mich auseinanderzunehmen. Und ich mich eigentlich nur auf den VK konzentrieren könnte.
Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass der Panzer immer ein bisschen aufbleibt. Und da von hinten beschossen werden kann. Kriegt auch direkt eine drauf. Ich schieße mich, oder ich ziehe mich hier zurück. Ich weiß, dass er nicht genügend Gundebrechen hat, um mir hier gefährlich zu werden. Zeigt mir wunderbar seine hintere Seite. Treffer Nummer 1 und Treffer Nummer 2 ist dann der Kill. Wir sind bei 2821 Schaden und über 1100 Schaden aufgeklärt. Geblockt haben wir natürlich nichts, wird auch nicht dazu kommen. Das ist einfach das falsche Fahrzeug dafür. Es steht 10 zu 5. Und es ist noch eine ganze Menge mehr möglich. So, WZ-120 hat sich komplett zurückgezogen. Damit hat er gegen noch einen Neuner. Wir haben noch drei. Und die sind noch alle ordentlich auf Angriff gebürstet. Das war hier ein bisschen die falsche Wahl, muss ich jetzt ehrlich sagen. Hab hier vom WZ-120 einen eingeschenkt bekommen, direkt auf den Motor. Und auf der rechten Seite werde ich auch gleich beschossen. Sehr gefährlich. Super Hellcat kann mir da eine mitgeben. 273 HP habe ich noch. Motor ist im Arsch. Noch 60 Sekunden, dann kann ich hier wieder reparieren. Und wir versuchen da irgendwie blind einmal reinzuhalten. Irgendwo muss die Super Hellcat ja sein. Wir gingen daneben. Und der hat dahinter Staub aufgewirbelt. Das bedeutet, er hat auch nichts getroffen. Crusader oben, Artillerie. 93 HP hat er noch. Wir sind allerdings in puncto Nachladezeit ein bisschen gehandicapt, haben über 3160 Schaden gemacht, haben keine Motor zur Verfügung, deswegen sind alle schneller, sogar der Jagdtiger. Das muss man sich mal reinziehen. Eigentlich soll man meinen, mit kaputten Motor müsste noch ein bisschen was gehen, aber 26 km/h ist ja das höchste der Gefühle. Normalerweise schafft er einen 60er, sogar ein bisschen mehr. Das ist einfach mal eine massive Einschränkung. Das Fahrzeug ist normalerweise ja wirklich stark. 13 zu 5, obwohl der Gegner hier meiner Meinung nach eigentlich recht gut positioniert war, hat er seine Fahrzeuge nicht richtig ausgespielt. Beziehungsweise habe ich den Game Changer überhaupt dabei gehabt. Und das ist ganz einfach der Badget Borask, ist einfach mal einen ganzen Ticken besser als die meisten Panzer auf Stufe 8. Da muss man nicht mal ein großartiger Kommandant sein, so wisst ihr selber, dass ich das nicht mehr. Düsen noch ein Panzer ein und am Ende geht der WZ trotzdem raus. Wir gewinnen mit 15 zu 6 und ja, recht interessante Runde. Also es kommt im Großen und Ganzen natürlich darauf an, wie man seine Fahrzeuge positioniert. Wenn man einen Autoloader hat, vielleicht nicht unbedingt alleine überall hinfahren, wenn es nicht anders geht, ist was anderes, aber wenn man jemanden hat, der mitkommt, wäre es schon auf jeden Fall interessanter. Nicht eine Seite komplett vernachlässigen, ansonsten wird es eine extrem einseitige Runde. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, kommt es wirklich auf jeden selber an. Nicht nur was für Fahrzeuge man fährt, sondern wirklich wie man sein Fahrzeug auch einsetzt. Und ja, finde ich, haben wir auf jeden Fall gerade eben gesehen. Das Ganze gibt wieder auf der rechten Seite nichts. Auf der linken Seite gibt es dafür einen Zweier, einen Spotter, einen Schläger und auch einen Fire Effects. Panzer richtig aufteilen habe ich das Ganze genannt. 1216 Basic XP habe ich geholt. Das reicht bei dem nur für einen Zweier. Also wird auf guten, auf sehr hohem Niveau gefahren. Ich mache 91.000 plus, 17 Schüsse abgefeuert, 12 getroffen, 10 durchschlagen und 2,8 Kilometer auf die Kette gebracht. Jo. Soviel zum Thema. Was habe ich für einen Panzer? Wo stelle ich ihn hin? Ich hoffe, ich konnte da mal vielleicht ein bisschen den einen oder anderen Denkanstoß geben. Auch wenn das Ganze nicht unbedingt professionell ist bei mir. Und mir da, ja, ich will nicht sagen, unbedingt das Wissen fehlt, aber mir fehlt vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung, das rüberzubringen. Aber das sind so meine Gedankengänge, die ich habe, wenn ich das Spiel spiele. Und die mir halt immer öfter auffallen. Bei dem einen Gefecht, beim ersten Gefecht ist mir extrem aufgefallen, eine komplette Seite brach liegen zu lassen und dann nicht mal in der Lage zu sein, das Cap oder zu recappen, obwohl man quasi 150 Meter daneben steht, ist schon eine ziemlich traurige Angelegenheit. Okay, das soll von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.